Ramadan Tag 13. Ich fange wie immer an zu kochen und nehme euch mit. Immerhin hier. Ich habe es wirklich nicht davor, euch irgendwie mitzunehmen. Es ist dann immer, ich stehe dann auf, dann bin ich mit dem Video beschäftigt. Heute habe ich ein bisschen gestruggelt. Irgendwie ist der Upload fehlgeschlagen. Musste jetzt nochmal von vorne anfangen, nochmal alles neu machen. Ja. Das passiert auch. Zwischendurch immer wieder Hausarbeit, Wäsche und so weiter. Der alltägliche Kram, den wir eigentlich kennen. Aber jetzt geht's los. Ich fange an zu kochen. Wieder schaffe ich keinen Nachtisch, obwohl ich einen geplant habe. Ja, Zeit reicht eben manchmal nicht. Aber wir haben genug Süßkram zu Hause. Das reicht als Nachtisch. Auf jeden Fall mache ich heute auch was ganz Schnelles, nichts Kompliziertes. Bin auch, wie gesagt, auch ein bisschen spät dran. Ich habe noch Kartoffeln von gestern übrig. Daraus mache ich einen leckeren Kartoffelsalat, aber keinen so mit Mayonnaise oder so, sondern so einen leichten, sehr frischen mit viel Petersilie, Dill, Lauchzwiebeln. Das ist so ein bisschen türkische Art. Ich mache da immer noch so meine Sachen, was mir noch so gefällt, mit rein. Mache dann nochmal einen Blattsalat extra. Dann machen wir heute wieder die gefüllten Paprika, aber diesmal die vegane Variante, und zwar mit Linsen. Die werde ich jetzt als erstes einmal vorkochen. Ihr könnt da Linsen nehmen, welche ihr mögt. Ich schaue mal jetzt, ob ich die Beluga-Linsen oder Berglinsen habe ich auch noch da. Ob ich die nehme, ich schaue mal. Zeige euch dann, was noch alles in die Füllung reinkommt. Ich glaube, ich mache das heute auch im Topf, nicht im Ofen. Als Beilage schaue ich nochmal, ob ich vielleicht noch einen Bulgur-Reis mache oder ob das überhaupt nötig ist. Ich glaube nicht, weil wir haben wieder Fladenbrot, Suppe als Vorspeise. Ich glaube, ich mache eine Tomatensuppe mit Reis aber, also eine Tomatenreissuppe. Dann die gefüllten Dolma eben, dazu die Kartoffelsalat, normaler Salat. Ich glaube, das reicht für heute, ist genug. So viel muss man nicht futtern, ne? Wir legen jetzt am besten los. Hier haben wir die grünen kleinen Paprika. Die habe ich ja diesmal bei Lidl gefunden. Ansonsten gibt es die immer im türkischen Supermarkt. Und die Berglinsen. Also diesmal habe ich Berglinsen genommen. Sonst mache ich auch gerne Beluga-Linsen. Oder eben alles mögliche an Linsen. Die koche ich vor. Den Reis koche ich aber nicht vor. Und dann zeige ich euch noch, was in die Füllung kommt. Hier machen wir als erstes einmal diese Stiele weg. Beziehungsweise ich drücke das immer so ein. Das klappt eigentlich ganz gut. Und dann holt man das wieder raus. Das ist so eine kleine Fummelarbeit, aber da hole ich mir gleich wieder ein paar Helferchen. So, und dann kann man die waschen. Während die Linsen hier vor sich hin köcheln, mache ich mich mal an die Tomaten für die Tomatensuppe. Diese werde ich jetzt einmal häuten, beziehungsweise ich schäle die immer. Bei mir klappt das immer ganz gut, aber wenn nicht, dann müsstet ihr die einmal so einritzen. Und dann mit heißem Wasser so aufbrühen und dann kann man die Haut ganz leicht abziehen. Ich mache das aber so, dass ich die einfach so schäle. Das klappt bei meinem Schäler immer ganz gut. Aber ansonsten, ja, müsstet ihr die einfach mal häuten. Letztes Mal habe ich sie sogar bei der Suppe dran gelassen. Also es kommt drauf an. Wenn es euch nicht stört, könnt ihr eigentlich auch die Haut dran lassen. Die Suppe wird ja eh am Ende püriert. Deswegen ist es eigentlich Schnuppe. Weiß ich selbst nicht, ob das so einen großen Unterschied macht mit Schale ohne. Für die Füllung, da läuft gerade der Wasserkocher, sorry, ich habe hier schon mal gewaschenen Reis. Die Linsen habe ich gerade abgegossen, die kommen gleich rein. Hier habe ich wieder Petersilie und Zwiebeln. Die mache ich wieder. Knoblauch. Die Linsen gebe ich dazu. Ich überlege mal, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich schaue mal kurz von der Menge her. Ach, egal, wenn was übrig bleibt, dann wende ich das halt hier was anderes. Olivenöl. Na, hier ist nicht mehr viel drin. Lass das mal kurz so stehen. Damit der Rest rauskommt. Und nehmen wir was von der neuen Flasche. Nicht zu wenig. Der Reis braucht ja so ein bisschen was, ne? Gewürze.
Einmal salzen wir das Ganze einmal. Kreuzkümmel kommt rein. Wer es ein bisschen scharf mag, kann gerne Schärfe oder ich mache jetzt hier ein bisschen Harissa rein. Man muss ja aufpassen, die ist scharf. Bisschen Pfeffer. Jetzt rühren wir das Ganze durch. Alhamdulillah. Der Pfeffer hat gekitzelt. Die Masse ist jetzt so ein bisschen krümeliger. Letztes Mal die mit dem Hack war so ein bisschen fester. Deswegen fülle ich die jetzt mit dem Löffel. So. So und dann in den Topf. Für die Soße brauchen wir wieder Paprika-Tomatenmark. Ich zeige euch mal meins, weil das ein paar gefragt haben. Ich kaufe meins eben im türkischen Supermarkt. So sieht das aus. Also es ist 3 in 1. Das heißt, dass da ist Tomatenmark drin, Paprikamark und scharfes Paprikamark. Ich mag das halt so, weil schon alles damit drin ist und damit koche ich immer. Dann etwas von meiner Gemüsepaste. Oder ihr nehmt Gemüsebrühe. Etwas Öl, einen kleinen Keks, Pfeffer, eine Minze, wer mag. Ich mag das so in der Soße, mag ich die Minze. Ein kleinen Klecks noch Salz. Die Gemüsebrühe hat ja auch schon Salz, deswegen nicht zu viel. Und jetzt verrühren wir das mit kochendem Wasser. Falls ihr hier so eine Lücke habt, könnt ihr natürlich irgendwas anderes noch füllen. Ich mache da einfach nochmal so eine Kartoffel rein, damit die nicht umkippen. Und dann gießt ihr einfach... Ach, siehst du, ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse es jedes Mal. Erstmal die Soße und dann die Tomate drauf. Die Tomaten kriegst du da jetzt nicht mehr raus. Oh. Egal. Beim letzten Mal habe ich dran gedacht und diesmal habe ich es voll vergessen. Kipp so rauf, das läuft ja, rein. Das soll, ja, doch, läuft rein. Okay, weil wichtig ist, dass so ein bisschen die Soße... so auch in die Paprika reinläuft, ne, damit so. Deckel drauf und jetzt das Ganze köcheln, bis es gar ist. Ich kann so langsam auf dem Herd schmoren. Für die Tomatensuppe braten wir etwas Zwiebeln und Knoblauch an. Für etwas mehr Geschmack habe ich hier noch eine Sellerie-Stange reingeschnitten. Ist optional. Brate ich noch mit dem Knoblauch etwas mit an. Mhm.
schneide währenddessen schon mal die Tomaten grob klein. Stängel raus. Du hast wieder Sellerie reingemacht. Nee. Die Mädchen haben das schon bei mir zum Witz gemacht, weil du überall Sellerie reinmachst. Wieso? Jenin mag auch kein Sellerie und sie so, ich sehe überall bei euch Sellerie. Jedes Video Sellerie. Aber das gibt doch Geschmack einfach. Ja. Das schmeckst du doch danach gar nicht. Ja, wenn es püriert ist, ist es nicht so schlimm. Aber wenn es in Stücken ist, dann mag ich es nicht. Nee, das ist doch danach schmecklich. Das ist so Geschmack. Geschmacksträger, meine Liebe. Wir schwitzen jetzt auch noch etwas Tomatenpaprika. Geben auch etwas von der Gemüsepaste mit rein, natürlich. Wie überall. Mal die Tomaten mit reingeben. Wer mag, ich habe jetzt hier ein bisschen Thymian. Nee, Quatsch, Bohnenkraut. Thymian habe ich auch, aber ich mache hier ein bisschen Bohnenkraut mit rein. Ihr könnt aber auch Basilikum oder Thymian oder whatever hier an Kräutern mit reingeben. Dann kommt Wasser raus. Jetzt lassen wir das Ganze weich kochen. Danach wird das püriert und dann kommt theoretisch der Reis rein. Aber weil ich jetzt noch mal was von der Füllung übrig habe, kommt das einfach mit rein. Why not? Da haben wir halt eben den Reis, ein bisschen Petersilie, nochmal ein bisschen Zwiebeln und eben Beluga-Linsen. Auch mal was anderes, aber das habe ich schon öfters gemacht und das war jedes Mal sehr, sehr lecker. Also wenn ihr solchen Rest übrig habt, dann einfach das mit reinhauen. Wem fotografierst du das? Willst du als Beweis, dass du Sellerie isst oder was? Nein. Hä? Wieso? Was soll das? Warum fotografierst du das, wenn da Suppe Sellerie ist? Gruppe. Schickst in die Gruppe, ja? Dass deine Mutter wieder mit Sellerie kocht. Toll. Das ist ja nett von dir. Seht ihr, wie meine Kinder mich dissen? Und trotzdem wird gegessen, auch wenn Sellerie drin ist. So, also. Wir lassen es jetzt köcheln. Danach pürieren wir die Suppe und dann kommt der Reis mit rein. Beziehungsweise Reis und Linsen. Poor Mary. Ey! Ja, finde ich auch. Sag, ich schimpfe mit den Mädchen, wenn ich komme. Wenn ich am Montag da bin, dann bringe ich Sellerie mit, sag mal. Ich bringe einen Strauß Sellerie mit. Ich koche den einen Sellerie-Eintopf. Um die Kartoffeln zu verwerten, machen wir jetzt einen kleinen Kartoffelsalat. Das ist so ein relativ frischer Kartoffelsalat. Dazu schneide ich jetzt die kalten Kartoffeln etwas klein. Dann kommt da hauptsächlich eigentlich Lauch, Zwiebeln, Petersilie und Dill mit rein. Ich gebe noch ein bisschen Paprika, so als Farbklecks und da ist noch ein bisschen noch mehr Crunch drin, ist noch mit rein. Ihr könntet jetzt auch noch Gewürzgurken oder sowas reingeben, mache ich jetzt nicht. Dann kommt ein Dressing aus schön viel Zitronensaft. Sumak kommt rein, also das Essigbaumgewürz, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Zeige ich euch gleich. Ah, jetzt wird erstmal geschnibbelt. Jetzt schön viel Zitronensaft.
wahrscheinlich die ganze. Schön viel Sumak. Das ist das Essigbaumgewürz. Auch nicht zu wenig Olivenöl. Kannst schon mal Salz, Pfeffer machen, genau. So, und das war's. Also ihr könnt, wenn ihr mögt, noch Essiggürkchen mit reingeben, aber eigentlich isst man das so schön. Säuerlich ist das ja schon durch die Zitrone und das Essigbaumgewürz. Und das war's. Jetzt machen wir noch ein Blatt. Da ist auch Sellerie drin. Da ist doch kein Sellerie drin. Du und dein Selleriekomplex, ey. Das ist doch Sellerie. Das ist Lauchzwiebel. Da ist doch ein Sellerie drin. Weiß ich ja nicht bei dir. Ey, die hat jetzt schon Komplexe hier wegen dem Sellerie. Ach, Mädchen. Jetzt wird die Suppe einmal püriert und dann kommt der Reis rein. Achso, ich habe übrigens Salz, etwas Salz reingemacht und ein ganz klein wenig Zucker. Könntet die Suppe jetzt auch so schon lassen, aber eben, wenn ihr wollt, könnt ihr da jetzt nochmal den Reis drin kochen. Ich, wie gesagt, tue jetzt hier einfach den Rest von der Füllung mit rein und koche das mit den Linsen. Ist echt auch mal was anderes. Ich habe das schon mal so gemacht und war super lecker. Ah, nee, beziehungsweise das war mit Hackfleisch, hatte ich den Rest übrig und hatte das so reingemacht, denn die Suppe war auch sehr lecker. Da waren noch so Hackfleischstückchen drin. Jetzt muss nur noch der Reis garen und dann ist die Suppe fertig. Für das Salatdressing wie immer das gleiche: Zitrone, Granatapfelsirup, Olivenöl. Sumak. Salz, Pfeffer. Ich rühre schon mal eine Runde durch. Das jetzt wie letzte Male Tomate, Gurke, Avocado, Paprika, Feta-Käse, rote Zwiebeln. Nach Kabuletzen.
Level mitbringen. Darf ihr doch so ein. Ich bleibe dann. Das ist die Level, die wir haben. Aber für genau das. Nur für uns, Mann. Ja. Genau. Ich freue mich schon. Macht's ganz gut. Was, bitte? Rainer, müssen wir einmal auf den Spaß. Hallo, Elfe? Boah, wie viel Käse hast du denn in der Suppe? Das ist ja eine Käsesuppe. Ich hab auch so viel. Wo bleibt denn mein Tee? Biertane, Scheiße, Porsche in your room. Ich sag's euch, ne, ich trinke eigentlich gar nicht so Schwarztee. Also, ne, die Türken sind ja alle so eine Schwarzteetrinker. Aber ich bin gar nicht so. Ich trinke gerne Kräutertees und so. Solche schönen Links, also kräuterige Tees oder Früchtetees. Hast du diese Anzeige gelesen über die Prozentzahl der Teetrinker in der Welt? Ah ja, genau, dass die Türkei am vorderster Front ist bei Teetrinken. Aber im Ramadan... Ich sag's euch nicht, weil ich trinke ja auch keinen Kaffee und meinen Matcha trinke ich immer morgens, also zu Saul. Zum nächtlichen Frühstück trinke ich immer meinen Matcha, aber abends brauche ich. Der ist ein bisschen hell. Ist ein bisschen hell. Ah, gut. Ah, warte, ich habe beim letzten Mal nämlich vergessen, ich habe extra das eine Kommentar gescreenshottet. Moment. Ah, hier. Und zwar. K aus Köln, so heißt du auf YouTube. Sie hat geschrieben, Salam alaikum, liebe Familie Temis, meine Kinder und ich schauen nach Iftar euren Iftar und trinken Tee. Danach gehen wir beten. Meine Kinder sind in dem Alter von 4, 12, 13, 16. Mein Sohn fragt sich, ob du auch unsere Kommentare lesen würdest. Es würde uns sehr freuen, wenn du uns bei deinem nächsten Video grüßen könntest. Ihr seid uns nämlich auch ähnlich. Also meine große Tochter heißt auch Meryem und mein großer Sohn spielt auch Fußball wie Adem. Osman liest auch so schön wie Ahmed. Mashallah, meine Kinder gehen auch in die Moschee, Alhamdulillah. Und ich bin auch konvertierte Muslimin aus Polen, Alhamdulillah. Ach so, ja, und mein Mann... Sein Lieblingsessen ist auch Fasulie. Liebe Grüße an euch alle und gesegneten Ramadan noch. Möge Allah euch beschützen, Armin. Oh. Ja, deswegen so gleich. Meine polnische Schwester. Ich liebe es so sehr. Ich finde ja auch viele polnischen Schwestern hier. So, über Instagram und YouTube. Das finde ich auch schön. Ja, voll schön. Voll viele Ähnlichkeiten. So. Ja. Nee, das möchte ich nicht. Selbstgekaufter Bauernkuchen. Nee, gekaufte Kuchen esse ich Bauernkuchen, nicht. Bauernkuchen, sage ich. Tut mir leid. Gekaufte Kuchen verzehre ich nicht. Da ist noch ein Stück von meinem selbstgemachten Zitronenkuchen, wenn, dann esse ich den, ja? Erst war ich ein wenig skeptisch und dachte mir, wäre für mich zu viel. Aber jetzt ist es einfach ein unverzichtbares Ritual für mich geworden. Mhm. Einfach nach Iftar mit einem Chai, sich eurem Alltag anzuschauen und viel fürs Leben mitnehmen. Roxana Abla, gerçekten emeğine sağlık. Du und dein Mann seid mir ein Riesenvorbild für meine zukünftige Familie, inshallah. Auch ein Grund dafür, noch mehr meinen Glauben zu praktizieren. Und dafür danke ich euch, Allah, Rasosen. Oh, sehr schön. Also freut mich, wenn ich euch hier und da ein bisschen so motiviere durch den Alltag. Macht mich auch happy. Und dann eure Kommentare zu lesen, macht mich auch happy und motiviert mich selber. Immer wenn Menschen in Vorwürfen machen oder Vorurteile haben, empfehle ich ihnen deinen Kanal. Danke für deine Mühe. Ich bin fest davon überzeugt, dass du, was du machst, reichlich belohnt wird, inshallah. Inshallah. Also, so geht's. So, da. Rein, kannst du was dazu sagen? Ganz ruhig. Mach mal jetzt langsam hier. Trink dein Teechen. Okay.
freue mich ja, dass ich so, wir sind ja ein Einblick einer muslimischen Familie. Es gibt ja da zigtausende und jeder Mensch lebt halt anders und jeder ist unterschiedlich. Wie gesagt, wir nennen uns alle Muslime. Dennoch gibt es Menschen, die versuchen zu praktizieren, die versuchen mehr zu machen, die versuchen sich stets zu verbessern. Und genauso gibt es Menschen, die wenig ihre Religion praktizieren. Und das findet man auch in jeder Religion. Und deswegen sind Menschen ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen würde ich da nicht, da war auch nämlich ein Kommentar, oh Gott, was war denn das? Da ging es auch darum, ja, ich habe auch eine muslimische Nachbarin und die ist so und so. Und warum seid ihr nicht so und so? Und wozu denn das Kopftuch? Und es geht doch auch ohne. Und irgendwie da war so, weiß ich nicht, da war eigentlich noch was anderes, was eigentlich jetzt wichtig wäre zu erwähnen, aber es fällt mir jetzt nicht mehr ein, hätte ich mal gescreenshottet. Aber, ach ja, genau, und dann, die Töchter wurden irgendwie zwangsverheiratet und weiß ich was und die sind doch alle so und warum ist denn das bei dem Islam so? Und also so, ne, so negativ. Und dann sage ich halt immer, könnt nicht nur, weil ihr eine Familie irgendwo kennt oder irgendwo was gehört habt, da durch solche Erfahrungen oder Aussagen von anderen das auf eine ganze Religion beziehen. Wie gesagt, wir sind halt Menschen und wir machen Fehler, wir sind unterschiedlich. Nicht jeder ist gebildet, nicht jeder achtet drauf. Und das ganz, ganz große Problem ist, was ich als ich konvertiert bin, halt sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist zu unterscheiden, was ist denn jetzt kulturell bedingt und was ist religiös bedingt. Ja, es gibt viele Sachen, die sind einfach kulturell. Die haben sich so eingeschlichen und dann denken viele Menschen, dass das mit der Religion zu tun hat. Dabei sind das kulturelle Dinge und haben gar keinen religiösen Background. Deswegen sollte man da halt immer aufpassen und jede neue Generation sollte halt auch jeder selbst lernen. Denn es kann auch sein, dass wir Eltern etwas falsch machen, ja, in unserer Religion etwas falsch übernommen haben und das dann auch falsch unseren Kindern weitergeben. Deswegen muss jeder wirklich für sich selber lernen. Im Islam ist es so, das Lernen endet nie. Also man soll immer lernen und sich weiterbilden in der Religion. Bildung hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Islam. Und deswegen sollte jeder Mensch sich, was die Religion angeht, immer weiterbilden und immer weiter lernen. Es gibt immer Dinge, ich lerne immer wieder was dazu. Es gibt immer Dinge, wo ich etwas nicht wusste und dazu gelernt habe. Und deswegen ist halt unser Ziel halt immer stets zu schauen und zu gucken, so können wir uns verbessern, was können wir anders machen, was können wir richtig machen, welche schlechten Gewohnheiten können wir ablegen, solche Dinge. Da war jetzt auch irgendwie so vorhin so ein Kommentar, irgendwie so, ja, konzentrier dich doch lieber, geh doch lieber beten, als dich hier öffentlich zu präsentieren. Eine Muslimin sollte sich nicht öffentlich präsentieren, irgendwie sowas. Und das finde ich auch nicht schön. Also wenn ein Muslim einen anderen Muslim so unterstellt, so geh mal beten, so von wegen so, du betest nicht, sind solche Dinge, das ist schon, also da muss man schon aufpassen, ne? Eher schweigen. Schweigen und nicht schreiben. Mir tut eher die Person leid, weil ich weiß, dass sie sozusagen in dem Moment halt eine Sünde begeht, weil sie öffentlich Dinge jemanden unterstellt. Also mir tut das in dem Moment die Person leid. Ich weiß ja was, also ich muss niemandem was beweisen, weil alles, was ich mache, mache ich für meinen Schöpfer. Und diese Sachen sind zwischen mir und meinem Schöpfer. Er kennt mich am besten, er kennt unsere Herzen am besten. Er weiß, was innerlich in uns vorgeht, was wir empfinden am besten. Deswegen, ich muss halt anderen Menschen nichts beweisen. Mir ist halt wichtig, was der Schöpfer von mir denkt. Aber es tut mir halt immer leid, wenn es gerade eben unsere Geschwister im Islam sind, ja, so Dinge so unterstellen oder sagen so, ja, du bist keine gute Muslima, weil du dies machst oder das machst. Denn jeder von uns hat Fehler. Und wie ich immer sage, der Weg sollte immer sein, stets daran zu denken, dass wir uns verbessern wollen, inshallah, und nicht zurückfallen und uns verschlechtern. Und die Sünden von seinen Geschwistern decken und nicht präsentieren. Ja, aber manche sagen ja, weil du dich ja öffentlich präsentierst du ja auch deine Sünden öffentlich und deswegen dürfen die auch öffentlich dann kommentieren. Nein, okay, jetzt kommen wir wieder zu einem sehr schönen, traurigen, vor allen Dingen traurigen Kommentar. Von einer YouTube-Name WhatsApp. YouTube-Name WhatsApp? Ja. Du mein kleiner Schwarzer Schnuppi Hasi. Oder WhatsApp. WhatsApp. Ich liebe es einfach, deine Ramadan-Vlogs anzuschauen, da ich mein Iftar und Sahur jeden Tag allein in mein Zimmer essen muss. Obwohl meine Familie auch fastet. Ja.
Wir haben kein gutes Verhältnis. Durch deine täglichen Vlogs fühle ich mich nicht so alleine. Inshallah wissen deine Kinder, wie glücklich sie sind, sich schätzen sollten für solche Eltern. Ich wünsche, jeden hätte so eine Familie. Möge Allah euch von Nazan und dem Shaitan schützen. Da gab es auch sehr viele Kommentare zu diesem, habe ich auch gelesen, die sehr lieb geschrieben haben zu dieser Person, dass sie nicht so traurig sein soll und dass sie sich trauen soll, jetzt dieses Verhältnis wieder aufzubauen und nicht so stehen zu lassen. Einige haben ihr Mut gemacht, dass sie den ersten Schritt machen soll. Ja. Weil sie das noch so schön geäußert. Ich finde es auch immer schön. Ich lese da manche Kommentare dann erst so später und dann war da irgendeine Frage und ich freue mich dann, wenn ihr dann auch die Fragen so für mich sozusagen beantwortet. Das ist auch super, super lieb. Ich finde, ihr seid in den Kommentaren wirklich eine ganz, ganz tolle Community, ganz tolle Menschen. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, euch zu haben und ich hoffe immer gegenseitig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und unterstützen mit guten Dingen und guten Tipps, ne? Ich bin ja nicht hier perfekte Oberhaupt von Koch und weiß ich was alles, ja. Egal welche Thema, ne? Und deswegen, ich freue mich immer, eure Tipps kommen bei mir an, ich setze diese oben und die kommen wieder bei anderen an. Es ist ein sehr, sehr schönes Geben und Nehmen hier auf unserem Kanal. Das freut mich wirklich, wirklich sehr und motiviert mich auch dementsprechend auch immer weiterzumachen. Und es sind schon 23 Minuten. Ich muss das heute noch alles schneiden, mein Freund. Hier ist noch ein sehr schönes Kommentar von einer Simtastik. Nicht Fantastik, sondern Simtastik. Ja, Usatürsü. Ich freue mich wieder über den Vlog. War heute wieder im türkischen Supermarkt und habe da einen schönen Ramadan gewünscht. Er hatte sich gefreut. Ja, süß. Ja, das ist schön, wenn man durch Kontakt und so reden, viel erreichen kann. Hier noch eins zum Beispiel, sehr schön. Oh, es sind 24 Minuten! Für all die Videos möchte ich mich mal bedanken. Ich freue mich schon jedes Mal auf das nächste. Ich bin zwar keine Muslime, habe aber durch die Vlogs schon einiges gelernt und verstehe den Islam schon besser. Danke dafür. Freut mich. Sehr schön. Also, wir trinken jetzt... Nein, noch eins! Nein, es ist 24! Ich muss heute Nacht das Video schneiden. Noch eine schöne Grüße von der Birgit Schildkin. Das ist ein bisschen sehr hell. Ja. Da hallo, liebe Roxane. Bisschen Dämm rein. Darf das ist ja, was ist denn das für eine Brühe? Wenn ich mich an die Regeln da ist doch gar kein Tee drin. So nur klares Wasser mit bisschen kleckst schwarz. Noch ein Kommentar, was mich mehr freut, das Video selbst die positiven Reaktionen von Freunden. Ich muss die mich im Follower. Sie präsentieren. Hör doch mal auf jetzt. Also, wir machen Schluss für heute. Nein, ich will noch ein Lesen. Nein, wir machen Schluss für heute. Ich trinke noch meinen Tee. Dann noch in Ruhe das Nachtgebet und dann ein bisschen Nähkerchen machen, damit wir auch wieder zum Sahur, zum nächtlichen Frühstück aufstehen können. Weil gestern haben wir ja fast verschlafen, ne? Fast verschlafen haben wir gestern, ne? Ja. Meine Lieben, das war's für das Video von heute, vom Dienstag, Ramadan Tag 13. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch da zu lassen. Ich freue mich darüber, über eure Kommentare, euer Feedback und abonniert sehr gerne den Kanal, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt. Und hier findet ihr wie immer irgendwo die Playlist zu den anderen Ramadan-Vlogs, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und wir sehen uns morgen, inshallah, wieder.